Und damit hallo und herzlich willkommen bei Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich hoffe, dass jetzt wieder alles flüssig läuft. Zumindest sieht es im Moment so aus. Ich wollte eigentlich nur einen Neustart machen, was ich auch gemacht habe. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass ich im Hintergrund noch einen anderen Launcher laufen hatte. Und ich befürchte, dass der leider irgendein Update gemacht hat. Das war natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ja, ich habe euch ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich es nicht zu lange machen wollte, aber dass ich wegen den Fertigkeiten noch mal kurz gucken wollte. Wir haben nämlich zwei neue Fertigkeitspunkte erhalten. Jetzt schaue ich mal eben, geführter Pfeil, bin ich immer noch hinterher. Attentatsschaden ist natürlich auch geil, aber ich denke mal, dass das nicht so wichtig sein wird. Plus ein Adrenalinfeld wird wohl später noch wichtig sein, denke ich. Plus 4,2 in Ausweichen. Das ist für mich definitiv wichtig. Da würde ich dann auch zum geführten Pfeil hinkommen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir erstmal hier zum Ausweichen gehen, so dass wir da vielleicht ein bisschen mehr haben. Fähigkeiten, da hatten wir ja auch noch was Neues bekommen. Gehst du da jetzt richtig drauf? Einmal das Todeszeichen. Halte RT gedrückt, um entdeckte Gegner zu markieren. Das Los, um eine tödliche Pfeilsalve abzuschießen. Tödlich heißt dann, dass die immer trifft, oder? Wäre auf jeden Fall cool. Die machen wir mal auf B drauf. Ich meine, noch haben wir ja zum Glück nicht alles voll. Und dann haben wir noch den Sturzflug der Valkyria bekommen. Steige in die Luft auf und zerschmettere auf deine und schmettere auf deine Gegner herab. Ich nehme an, das soll heißen, du springst vorher und landest dann hoffentlich auf dem Gegner. Das, nein, oh, wenn man einmal die falsche Taste drückt, das ist doch Mist. So, das wählen wir aus und drücken dann erst B und nicht im Voraus. So, also erstatte Randwiebericht. Das werden wir machen. Dazu müssen wir allerdings mal kurz auf der Karte gucken, wo wir denn dahin müssen. Nach Hause. Okay. Ja, die anderen Gegenden hier, also die Schnellreisepunkte, würde ich dann auch gerne noch freilegen. Das mache ich dann allerdings offline. Oh, da ist noch was Schönes gekommen. Empfohlene Stärke 20. Und da steht auch nichts dabei, was darauf schließen lässt, dass es nicht so ist. Ja, wunderbar. Hier braucht man nämlich 160 für und da sogar 250. Dann würde ich sagen, reisen wir mal eben ganz schnell nach Hause und dann sprechen wir mit unserem. Ich muss jetzt erstmal Bericht erstatten. So. Oder können wir noch irgendwas beim Schmied verbessern? Da können wir mal eben mit sprechen. Aber ich glaube, wir haben davon nichts bekommen, ne? Was kannst du mir heute anbieten? Ne, wir haben davon immer noch nichts bekommen. Ich brauche nämlich Kupfernickelbarren. Kupfernickelbarren? Ja, genau, das sind die Kohlebarren. Okay, Kupfernickelbarren. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die herbekomme, weil egal, was ich mache, ich bekomme sie Jetzt siehst einfach du noch nicht. mächtiger aus. Das ist nett, dass du das sagst, aber ich habe ja Ich nichts muss los. gemacht. Bis bald. Mögen sie von deinen Taten singen und von meiner Handwerkskunst. Das werden sie ganz sicher. So, ne, der Eingang war hier rechts, ne? Wir besprechen mal eben alles für die nächste Hauptquest. Gehst du mir mal aus dem Weg hier? Wo ist das Mädel denn? In ihrem Quartier. Okay, ich weiß übrigens mittlerweile auch wieder, wer Randvieh Grüße, Eivor. war. Ja, sprich mit ihr. Die Dänen von Grantabrückschir sind unsere Verbündeten. Ihre Jarlskona Soma hat ein Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Das werden sie. Auf viele Weisen. Eine der fähigsten Kämpferinnen Somas, Birna, hat uns ihre Klinge angelobt. Sie ist eine mächtige Kriegerin und hat ein freundliches Wesen. Sie wird sich gut einfügen. Schön, dass sie dabei ist. Gute Arbeit. Genau, unser Bündnis ist abgeschlossen. Eivor, ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich.
Frag ihn bei Gelegenheit, was ihn herführt. Er scheint eine größere Gilde zu vertreten. Die Kindesaugen oder die augenlosen Kinder? Augenlose Kinder? Nein, das kann nicht stimmen. Frag ihn besser selbst. Okay. Die Kinderaugen, die augenlosen Kinder. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, dass ich nochmal mit ihr spreche wegen dem nächsten Bündnis, oder? Ich weiß nicht. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, da war doch das obere, glaube ich, das können wir, genau, Stärke 20. Aber das untere war, meine ich, genau, erst ab Stärke 90. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das erstmal. Erzähl mir mehr über Legre, Kestashir. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reiste in eine Stadt namens Heopedun, um Oba und Ivar Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Ich werde sie nicht warten lassen. Gut. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Heopedun ist recht weit im Norden, am Trent. Ja, das ist auch alles schön und gut, aber wir müssen trotzdem vorher nochmal hier etwas erledigen. Wir müssen ja erstmal mit dem einen sprechen. Das ist vermutlich der, wo ich eben vorbeigelaufen bin und gedacht habe, war der da zuletzt auch schon? So. Du bist das, oder? Guten Tag. Ah, neue Kundschaft. Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Mit mir werdet ihr sprechen. Randvi sagte mir, ihr seid Händler. Ah, hallo, hallo. Bist du die Anführerin dieses geschäftigen Lagers? Irgendwie ja schon, ne? Ich spreche für den Anführer. Naja, gut, ich sag mal einfach, das bin ich, ne? Wir kommen im Namen der Tausend Augen. Händler ungewöhnlicher Waren und faszinierender Schätze aus allen Ecken der Welt. Wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir es nicht, brauchst du es auch nicht. Verstehe. Und gehört dieses Kind zu dir? Kind? Kind? Vor dir siehst du den Meister der Tausend Augen. Das Oberhaupt unserer Gilde. Eine Legende. Ein Held des Volkes und der reichste Händler westlich des Indus. Vor dir steht Reda. Meint er dich? So ist es, Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Okay, aber mal ganz ehrlich. Wer von euch kennt die Serie Boss Baby? Da hat die eine, die doch immer so im Prügeln war und alle Aufträge erledigt hat, die hat doch genau die gleiche Stimme gehabt, oder? Und woher kennst du mich? Die tausend Augen haben auch tausend Ohren. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Es ist ganz einfach. Gegen eine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr? Sie schwankt je nach Gegenstand. Aber es gibt einen Haken. Auf diesem Markt wird alles in Opal bezahlt. Eine schöne Farbe. Ist er selten? Seltener als ein ehrlicher Mann in Englerland. Du wirst die Augen offen halten müssen. Opal ist von großem Wert. Nun sieh her, das sind die Waren, die ich anbiete. Okay, bei der Kommunikation ist ein Fehler aufgetreten. Ja, ich weiß auch, woran das liegt, Leute. Und mir hat auch keiner gesagt, dass ich mich dann online setzen muss, nur damit sowas hier funktioniert. Ich werde mich da mal kurz drum kümmern, damit wir uns das auch mal angucken können und bin dann gleich wieder für euch da. Und was bedeutet das genau? Sieh dir meine Kleidung, meinen Schal an. Auf deinen Reisen wirst du meine Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an eben dieser Kleidung.
Sie sind meine Augen. Bei ihnen kannst du handeln und Aufträge annehmen. Hilf ihnen und verdiene eine hübsche Summe. Vielleicht werde ich dich dann auch einmal belohnen. Ein interessantes Angebot. Schön zu hören. Entschuldige uns jetzt bitte. Mein Gehilfe muss ein Zelt aufbauen. Dann bleibt ihr wohl eine Weile hier. Oh ja, und du musst mir nicht danken. Es ist uns eine Ehre, dies unser Zuhause zu nennen. Guten Tag. Ja, die 1000 Augen. Leider hat er jetzt einfach weitergesprochen. Was bietest du heute an? Okay, es funktioniert immer noch nicht, obwohl jetzt das Problem eigentlich behoben werden sollte. Ja, das sind dann wohl noch die berühmten Bugs im Spiel, würde ich sagen, obwohl das Spiel ja mittlerweile auch schon etwas über eine Woche, glaube ich, draußen ist. Schade. Was passiert denn, wenn ich einen Vertrag haben möchte? Hast du was Neues für mich? Ich habe gerade Arbeit hereinbekommen, die nach deinen Fähigkeiten verlangt. Dann können wir es auch nicht annehmen, weil Ubisoft es nicht hinkriegt. Okay. Ja, dann können wir es leider heute auch nicht machen. Das ist sehr schade. Bis bald. Auf Wiedersehen. Das ist jetzt wirklich sehr schade, weil ich hätte doch gerne mal geguckt, was es damit auf sich hat. Ich schau mal eben nach. Wir haben ja, glaube ich, noch Fertigkeitspunkte bekommen. So, die große Frage ist jetzt... Das war der geführte Pfeil, genau. Dann machen wir das erstmal frei. Und beim nächsten Mal werde ich dann wohl mal gucken, wegen den Adrenalinpunkten, nehme ich mal an. Was war das hier unten nochmal? Das war der Sprintangriff, okay. So, ja, wir möchten jetzt aber noch nicht mit der Hauptquest weitermachen. Ich möchte jetzt erstmal mit dem Typ hier von der Bruderschaft sprechen. Ah, ich kann ihm jetzt Ordenssiegel geben. Perfekt. Hier. Damit hat der Orden nun weniger Mitglieder. Ah, gut. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger deswegen. Als Zeichen meiner Dankbarkeit sollst du dies haben. Sehr gut. Doch gibt es noch mehr zu tun. Jede Menge neue Fähigkeiten. Sehr schön, so liebe ich das. Ja, ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Es gibt noch mehr zu tun, da hast du recht. Okay, wir schauen uns jetzt mal kurz an, was das denn für eine Fähigkeit ist. Eine, die hier nicht drin ist. Hä? Ach so, doch. Och, ich bin ja auch so blind. Sind sogar... Ach nee, die andere habe ich ja eben freigeschaltet. Giftiger Fernangriff. Überziehe deine Pfeilspitzen mit einem Giftgemisch. Ah, das hört sich gut an. Das machen wir mal nach links. Und giftiger Schlag. Überziehe die Nahkampfwaffe in deiner rechten Hand mit Gift. Vergiftete Gegner erleiden mit der Zeit zusätzlichen Schaden. Das machen wir auch nach links. Vielleicht kann ich mir dann merken, dass ich... ja, dass ich die Gifte auf der linken Seite habe. So. Dann werden wir uns jetzt wirklich mal um die Hauptquest weiter kümmern. Ist nach Nordwesten aufgebrochen. Wo müssen wir denn da hin? Wieso gehe ich da eigentlich raus, wenn das sowieso hier drin ist? Da war es gerade. Nee, da ging es nur hoch. Ach du Schande. Bis wohin ist er denn? Ja, da kann ich nicht mal eben so hinreisen. Das ist natürlich blöd. Dann würde ich sagen, dass ich erstmal offline schaue, dass ich mal hier in der Umgebung ein bisschen synchronisiere. Und dann werde ich mit dem Schiff auf jeden Fall nach oben fahren, um hier noch ein bisschen was freizulegen, um dann da hoffentlich irgendwo in der Nähe auch vor Anker gehen zu können. Wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Reopedun, Sigurd wird mit den Ragnarssons hier sein. So, und wir sind angekommen. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir eigentlich genau hin müssen. Der Eingang.
Eingang ist offen, sehr schön. Aber es ist ja auch kein Misstrauensgebiet. So, es wäre allerdings von Vorteil, wenn wir jetzt genau wissen, zeig es mir. Da hinten ist nochmal ein geheimer Eingang, das ist auch schon mal gut zu wissen. Und hier sind noch einige Sachen, die man plündern kann. Achso, er ist hier in einem großen Kirchengebäude. Okay. Was ist das hier? Da ist ein Artefakt. Okay. Ich sehe aber nicht genau. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich außerhalb... Ja, wahrscheinlich unten irgendwo. Also wir werden auf jeden Fall in den geheimen Eingang gleich noch reingehen. Sollen ja unsere Verbündeten werden, also werde ich natürlich dementsprechend jetzt nicht plündern oder so. Außer jetzt die Sachen, die man so immer plündern darf. Moment. Jetzt gehen wir gerade wieder raus, oder? Nee, darum. So, nichtsdestotrotz möchte ich erstmal kurz den geheimen Eingang hier benutzen. Was bist du denn eigentlich? Ein Jäger, schätze ich mal, so wie das aussieht. Das nehmen wir natürlich gerne mit, trockenes Brot. Ich schätze, dass der gleich zur Quest gehört. So, schauen wir hier mal. Wo ist jetzt der geheime Eingang? 18 Meter von hier. Jetzt sag bloß, der ist doch drin. Sieh mal nach, Sühnen. Der ist scheinbar tatsächlich drin. Das Blöde ist, dass wahrscheinlich jetzt eine Sequenz losgeht, sobald ich reingehe. Ja, ich wusste es. Wer steht hier vor Ivar Ragnarsson? Bist du Sigurd Strenger? Avagor? Eivor, wenn du weitermachst, wird der Boden dreckig. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alles Späher. Haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig. Sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Es gab eine Zeit, da traf man sich auf dem Schlachtfeld und niemand träumte auch nur davon, Speer zu schicken. Und nun schüttelt man Hände, schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Ich mag sie schreiend und wimmernd und stinkend vor Pisse. Hey! Guter Junge. Du bist frei, Sachsenschwein. Wüte wieder durch die mersischen Felder. Ich hatte es ihm leichter gemacht. Folge mir. Ich führe dich herum. Okay. Wie nennt man diesen Ort? Ich nenne es Drecksloch, aber für Mercer ist es Rheopedun. Ihre verehrten Könige liegen unter dieser Kirche begraben,
Was haben sie geweint, als wir sie von hier vertrieben haben? Du hast ein Messer tief in das Herz dieses Königreiches gestoßen. Und ab! Eine ganze Reihe sächsischer Edelleute wartet mit geschürzten Lippen nur darauf, unseren Hintern zu küssen. Nur König Burkret und sein Kriegsherrn Leofried sträuben sich noch. Mein Bruder wird sich der beiden annehmen. Ich nehme an, bei ihnen werden wir meinen Bruder finden. Ja, Ober und Sigurd sind geschwätzig wie immer. Putz dir schon mal den Schmalz aus den Ohren. Ja, das war dann wohl nichts mit dem Geheimgang. Verkauf mich nicht für dumm, Opa. Ich weiß, dass Burkret dir Wehrgeld gibt. Ich gehe nirgendwo hin, du Aas. Der König ist in Aufruhr versetzt. Dank mir und meinen Männern. Wofür du bezahlt wurdest. Aber der Preis ändert sich nicht, nur weil du unser Hacksilber schimmern gesehen hast. Du vergisst, dass ich eine Mietklinge bin. Ich verlange, was ich will und nehme, was mir zusteht. Wäre ich an deinem Scheiß interessiert, würde deine Zunge längst in deinem Arsch stecken. Und jetzt verschwinde. Das Feilschen um Silber ziemt sich nicht für den Sohn von Ragnar Lodbrok. Aber keine Sorge, Ober. Ich habe die Krieger, die du brauchst. Wenn die so aussehen, mache ich mir keine Sorgen mehr. Eivor, das Wolfsmal. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ober und Ivar stellen einem König nach. Und wenn wir ihn erwischt haben, wird ein anderer gekrönt. Unser lieber Tan Cheolwulf. Um diese Aufgabe habe ich nicht gebeten, aber Mercier braucht genau das. Einen Mann, der gerecht über Sachsen und Dänen herrscht. Ja... Herrschaft durch einen Sachsenkönig. Der jetzige König wird nach deinem Kopf verlangen. Hast du denn das Zeug zum König? Eines Tages, hoffentlich. Fürs Erste konnten wir uns immerhin einigen. Der König hat unsere Friedensangebote abgelehnt. Cheolwulf will das ändern. Er wird ein neuer König für ein neues Englerland. Im Moment hat sich Burgred in der Feste von Tamelvjord verschanzt. Sein letzter Zufluchtsort. Noch so ein Drecksloch, nur weiter südlich. Wir haben sie wochenlang belagert, ohne Erfolg. Wir haben genug angeklopft. Jetzt werden wir das Tor zerschmettern. Wenn wir Tamelvjord einnehmen, Burgred absetzen und Cheolwulf zum König krönen, gehört uns morgen der Schier und bald ganz Mercia. Ja, absetzen. Ich kann nicht genug betonen, dass Burgred nichts zustoßen darf. Meine Glaubwürdigkeit als König hängt davon ab. Wo bleibt da der Spaß am Krieg, Sachse? Nicht jeder Sieg muss durch den Tod eines Königs besiegelt werden. Aber das macht es so viel besser. Seine Bitte ist angemessen, Ivar. Und wir werden sie ehren. Der Ansatz ist klug. Ja, aber wir sind natürlich immer misstrauisch. Cheolwulf hat seinen König verraten. Vielleicht wird er morgen uns verraten. Warum trauen wir ihm? Das kann ich nur mit der Bitte beantworten, mir zu glauben. Ich will nur das Beste für das Königreich Mercia und seine Leute. Und ich will das Beste für meinen Sohn. In Burgreds Mercia, wo Dänen und Sachsen einander täglich ermorden, ist das nicht möglich. Das ist ein guter Plan, Bruder. Ich bin bereit für den Kampf. Ja, aber vergiss nicht. Was immer du gewinnst, gewinnen auch wir. Ein Bündnis zwischen meinem Clan und der mercischen Krone. Sobald dieser Mann auf dem Thron sitzt, sollst du haben, was du verlangst. Die kühnen Söhne Ragnars lassen ihr Kampfgebrüll zum Klirren der Speere und Schilde erklingen. Lass die Pfeile regnen. Die Schlacht beginnt. Ah, da ist aber jemand in der Dichtkunst bewandert. Ich muss pissen. Wir haben ein Lager gleich nördlich von Tamelvjord. Wirst du mit uns kommen? Geh ruhig vor. Blick noch einmal auf Cheopidun, wenn du willst. Wir warten so lange am Anleger auf dich. Schön, dass du und dein Bruder hier seid. Und sei es nur, um alle etwas zu beruhigen. Sei unbesorgt, Cheolwulf. Wir wollen alle etwas. Und an dich wird man sich noch sehr lange erinnern. Nur aus den falschen Gründen, fürchte ich.
Ja, die Sage der Königsmacher, die haben wir nun begonnen. Ein lebendiger Ort. Hier gibt es einiges zu sehen. Das glaube ich auch, vor allen Dingen Geheimtüren. Loslassen, Moment, loslassen zum Verwenden? Ich wollte gerade sagen, sie hat die doch gerade auf. Ich will die eigentlich absetzen. Ah, okay. Ich möchte nämlich wieder aussehen wie ein typischer Wikinger. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo wir jetzt eigentlich hingegangen sind. Moment, in der Richtung. Ja, genau. Hier ist der Eingang zu dem Gebäude. Ich weiß immer noch nicht. 14 Meter. Der pinkelt da jetzt nicht ernsthaft in die Ecke, oder? Hallo? Junge! Das habe ich gesehen. Außerdem stehe ich neben dir. Ich bin eine Frau. Alte Pissau, du. Also ehrlich. So, schauen wir mal hier drinnen nach, ob wir hier irgendwo was finden. Ich meine, vielleicht finden wir es ja auch hinten durch. Na, nein, hier unten ist was. Ah. Okay, schauen wir uns erstmal um. Da ist was. Beigesetzte Könige von Mercia. Okay, drei Könige. Der eine scheint doppelt gelebt zu haben oder so. Keine Ahnung. Oder er ist wieder auferstanden und ist nochmal ein Jahr später dann doch nochmal verreckt. Zumindest sah es etwas seltsam aus. Von den Angaben her. Ah. Brief bezüglich Rixurgna. Ich kann es nicht aussprechen. Werte Schriftgelehrte, Adlige, Herrscher und Heilige Diözese von, könnt ihr mal normal schreiben, Legratschestia oder sowas. Ich grüße euch mit der Freundschaft und Liebe Gottes. Mein Name ist Brissi der Ältere. Ich war Schüler von Wilfried Ealwin und hörte auch vielen Skalden der oft geschmähten Herrschaft Dänemarks und Norwegs. Ich wurde von einem Rieg von der schlüpfrigen Weisheit bei einem Überfall auf das Kloster von Viteby gefangen genommen. Seither lebte ich mit den Heiden in Goldeborg und habe dort viele bekehrt, während ich mich bei ihren großen Reisen Gott zuwenden konnte. Den Geschichten folgend, die ich am Lagerfeuer hörte, sowie beseelt von den vielen Schlachten und Abenteurern, deren Zeuge ich wurde, habe ich diese Saga im Geiste unserer großen Dichter Zedmon und Zünewulf zusammengetragen und Ricks Geschichte sorgfältig niedergeschrieben. Seine Sigsurgna sind so heldenhaft wie die vom Beowulf oder Ragnar Lodbrok. Diese Geschichte soll immer wieder abgeschrieben und im ganzen Land weit über seine Küsten hinaus gelesen werden, denn sein Name ist unsterblich. Was ich von seiner Macht zu sehen bekam, von seiner Fröhlichkeit und seiner göttlichen Berührung gleicht keiner Geschichte nach oder vor ihm. Es wurde von einer dämonischen Stimme heimgesucht und ich fürchte, dass der Teufel ihn geritten hat und kein Engel. Doch sei seine Sage nun eine der Wehklage und der Warnung oder eine der Klugheit und des Heldenmuts. Sie ist in jedem Falle wert, erzählt zu werden. Beigefügt ist mein Dichtersiegel und die Geschichte von Rick. Bitte, ich flehe euch an, verbreitet sie und lehrt sie von den Methallen bis zu den Glockentürmen des Herrn. Dieses Manuskript ist heilig. Mein wärmstes Licht, Brissi der Ältere. Okay. So, Rixyuxna, was auch immer, Seite 1. Der König des weichen Reds. Es war einmal ein Mann namens Rick, wie auch immer, auch bekannt als Rick von der schlüpfrigen Weisheit. Er war der Sohn von... Oh, Leute, ich lasse die Namen am besten einfach weg. Und auch bekannt als irgendwas der Weise, der Gisla Tiefaxt heiratete und zwei Kinder das Leben schenkte. Rick und Helga Gislas Dottir, die Huckrischwere. Oh, ich höre echt auf zu lesen. Die Familie stammte einer edlen Linie. Ihre Ahnen hatten schon lange im Tröndalök und dem Fylki von Froster gelebt. Sie gehörten zu den letzten Königreichen, bevor Harald das Land vereinigte.
Rick wurde während eines Sturms auf See geboren, mit seiner Mutter, sechs Tanten, seiner Großmutter und seiner Schwester an seiner Seite. Salzige Gischt traf sein Gesicht, als er aus dem Leibe seiner Mutter kam, und trotz dieser stürmischen Geburt, so heißt es, habe er wie durch ein Wunder nicht geweint. Wie durch ein Wunder, das gute Kind muss ja weinen. Als junger Mann war er dafür bekannt, den Bewohnern des Fülki von seinen Erscheinungen zu erzählen. Er wanderte von Stadt zu Stadt und behauptete, ich habe von Odins Met getrunken. Und ich saß an der großen Tafel, gemeinsam mit allen Asen und den Ruhmreichen. Sie alle kennen meinen Namen. Ein Krieger namens Sklati hasste den Maulhelden, wie er ihn nannte, und zwang seinen größten Sohn gegen Rick in einen Holmgang zu kämpfen. Doch Ricks Licht im Kampf war heller. So tötete er Sklatis Sohn nicht. Stattdessen verlangte er Sklatis riesiges und hoheitliches Horn. Rick stieß hinein und nahm es als Beute. Als er nach Frosta zurückkehrte, füllte er es mit Met und bekam seinen ersten Beinamen, Rick der Hornfüller. Ja, immerhin haben wir eine Saga-Seite erhalten. Wir konnten auch noch ein bisschen was plündern. Die kann man nicht gut machen. Okay. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man irgendwo so einen Geheimgang findet, da auch mal reinzuschauen. Es hat uns zwar jetzt das Let's Play bzw. die Folge mal wieder ziemlich lange gemacht. Aber wir werden uns jetzt trotzdem gleich aufmachen. Wenn ich denn nochmal dahin komme. Die auf der gleichen Seite. Ja, im Endeffekt muss ich erst raus und dann nach links. Dann ist es okay. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit zu Fuß? Ich habe doch meinen wunderschönen weißen Wolf. Ich wollte schon Schneeweiß sagen, aber er ist ja, also beziehungsweise ist ja eine sie. Sie ist ja eher so ein bisschen gräulich. Kannst du da runterspringen? Schaffst du das nicht? Okay. Ja, ist okay. Dann springe ich da alleine runter. Ist in Ordnung. Segelt nach Südosten. Bringt die Männer zu den Toren von Tarenjord. Wir fluten die Felder. Und Bogret wird weinen, wenn er sieht, was die Zukunft für sein Reich bereithält. Ja. Ich möchte gern mit dir sprechen. Hallo. Hallo. Eivor, ist deine Axt geschärft? Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja. Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberungen. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen, um einen... Los! Los! Ruhig, Eva. Noch gibt es keinen Kampf. Ja, in diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Ceolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Kann dieser Knabe überhaupt kämpfen? Ja, die Frage, die stelle ich mir ehrlich gesagt gerade auch. Noch nicht gekrönt, aber schon seinen Nachfolger heranzüchten. Das ist ziemlich kühn. Richtig. Kühne Könige brauchen kühne Söhne. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die mir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Ja, was soll mir jetzt dazu sagen? Es ist ein langer Ritt bis nach Tamerbjord. Ja, und den werden wir auf jeden Fall auch machen, aber nicht mehr jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Er findet immer neue Arten der Unterhaltung. Ja. Das werde ich mir merken. Und halt die Augen offen. Riechst du das, Ceolbert? Der Gestank des Neids.
Sicher wegen unserer innigen Freundschaft. Warum haben die Spieler eigentlich immer was dagegen, wenn ich abmoderiere? Also schnell, kurz und schmerzlos. Bis zur nächsten Folge. Warum ist Cheolwulfs Sohn überhaupt in Cheopedun? Cheolwulf will so seine Loyalität unter Beweis stellen. Und wo wären ein Verräter und sein Sohn sicherer als mitten in einem Haufen Dänen? Sicher vor wem? Du und Iva habt diesen Ski ins Verderben gestürzt. Die Fürth und die Leute sind auf unserer Seite. Aber Bogret hat immer noch Soldaten in ganz Mercia. Sie sind ihm treu und werden ihn bis zum Tod verteidigen. Lass dich nicht ablenken.